Jo, hier ist LT Rustikal, zurück zu Aliens Isolation. Ja, wir können durch diese Tür gehen, wir müssen durch diese Tür gehen, aber Rusti will gar nicht durch diese Tür gehen, aber ich glaube, so langsam. Ich hasse es, ne? Ich hasse es wirklich. Wir ducken uns mal lieber, ich hab nicht keinen Bock auf den Stromschlag. Das kann man nicht aufnehmen. Das ist immer so ein Kontrollpunkt, damit immer geguckt wird, wurde was geklaut oder nicht wahrscheinlich, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Oder Warteraum. Sieht mir aus wie so eine ja, neuere Bahnhofshalle. Wisst ihr, was ich meine? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Und da noch diese grauenhafte Musik dazu, ne, das ist... Oh. Erstmal hier unten alles abchecken. Bevor ich hochgehe. Also, hier sieht man auf jeden Fall, dass ich ein sehr leichtes Ziel sein werde. Wenn ich ein Ziel werde. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Nee. Ich will nicht schon wieder runterfallen. Lass mich in Ruhe. Ohne Witz. Kann nicht euer Ernst sein. Nicht auch einfach hier nur nicht so einfach durchrennen, weil das war ich jetzt, oder? Okay. Ja, gut, das war der Scheiß. Boah, ich werde schon paranoid. Alter, hör auf. Hier hoch, hä? Die Torrens. Ich bin hier, hier drüben, Verlaine. Lass das Licht an. Ihr habt doch wohl eine Ratsche, oder? Jetzt renne ich doch mal ein bisschen. Alter, lass das Licht wieder an. Mach doch mal wieder was heller. Seid ihr blöd? Seht ihr das heller, als ich das jetzt gerade sehe, aber... Ja, okay.
Ich habe ein schwaches Herz, Leute. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagt, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Okay. Läuft bei denen. An alle Mitarbeiter des Raumfahrt-Terminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden. dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonel Marshalls Untersuchungsprobleme auf der Station und werden alle auf den Laufenden halten. Aus dem Büro des Marshalls Waits. Okay, sorry, wenn ich ein bisschen so komisch lese, aber was ist mit Apollo? Apollo ist die zentrale KL. Der Sergeant Heavy Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Okay, ich wage das zu bezweifeln. Können wir hier was mitnehmen? Hier so ein Ketchup, ist bestimmt lecker. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Ich merke das ja. Also, ich habe jetzt noch nicht vor zu speichern, deswegen will ich jetzt gerne nochmal hier. Wobei, ich speichere doch mal lieber ab. Wer weiß, was hier passiert. Wahrscheinlich war das gar nicht so vorgesehen, dass ich jetzt hier speichere, aber ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es sehr hell und dann wieder dunkel zu werden. Das ist für meine Augen nicht unbedingt hilfreich. Ist es grün, da muss man also irgendwie hinkommen. Habe ich so einen Schneider? Ne, habe ich nicht, oder? Schneider benötigt. Ich habe aber nur Leuchtfackel und Dings. Gut, jetzt habe ich hier was benutzt, was ich eigentlich nicht benutzen wollte erstmal. Ich weiß nicht, also das Einladen sieht alles andere aus, ne? Also, ihr könnt mir, glaube ich, folgen. Also, ich wollte hier eigentlich die schöne Aussicht nach draußen hier nehmen, wie hier. Ich wollte auch so 50, was auch immer, reinschmeißen, aber. Da kommt man nicht durch. Aber da hinten ist grün.
Ah, was haben wir denn hier? Ein Sensor. Sieht sehr ganz aus. Ich wundert mich nicht, dass sie pleite gegangen sind. Also wenn die so mit ihrer Elektronik umgegangen sind, ne, dann... Ja, Halleluja. Aber trotzdem, diese Geräusche, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich hasse diese Geräusche, ich muss das ehrlich sagen. Ich stehe da nicht so drauf. Also hier ist so ein Spielepalast. Das hilft mir auch nicht. Nicht wirklich. Vielleicht hier auf dem Tisch irgendwo was? Hier. Bindemittel. Hier vielleicht Karton aufmachen. Speichern. Das war's, das ist ja nichts. Ist ja jetzt bekloppt oder so? Gehen wir nochmal hier rauf. Okay, das ist auch nichts. Habe ich was übersehen oder? Warte mal, gehen wir mal auf Option. Vielleicht finde ich hier ein Inventar. Spiel. Tastenbelegung. Laufen, feuern, benutzen, Menürad. Spielen. Menürad. Also ich sammle ja die ganze Zeit Zeug auf, ne? Das seht ihr ja auch. Aber, boah, dieses Licht, ne? Ist kein Wunder, dass hier keiner was essen und trinken will, wenn man so voll geleuchtet wird. Ich brauche was und ich finde es nicht. Ich versuche jetzt einfach mal die Mülltonnen umzutreten aus Wut. Nein, einfach mal, vielleicht denke ich so, dass... Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Es hat ja wohl seinen Sinn, dass das da drüben grün ist, oder? Ich meine, da muss man ja bestimmt hinkommen. Ja, vielleicht schubst sich auch die Mülltonnen in der Hoffnung, dass da vielleicht was rausfällt oder sowas. Kann ja aus sein. Ich kenne das Spiel in dem Sinn ja nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Hier liegt aber auch nichts, verdammte. Mann! Eine Dose. Wer will eine Dose? Ich will hier so ein Ionenteil haben. Sein. Habe ich hier was verpeilt oder was? Ich habe doch hier alles mitgenommen, habe da alles aufgenommen. Alter, ich renne jetzt hier seit 5 Minuten durch die Gegend ungefähr, gefühlt 10 Minuten sogar. Ich finde diese nicht. Geh mal Tabulator. Ich bin hier.
da ist safe. Da war ich, da ist nichts mehr. Hier suche ich gerade alles ab. Hier kommt man auch nirgendwo hin, das ist das Problem. Ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, ihr schreibt mir in den Kommentaren, wie es da weitergeht. Also ich habe da echt keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, vielleicht habe ich was übersehen. Also ich laufe jetzt hier noch einmal lang, aber mehr als Müllton umschubsen aus Wut kann ich nicht. Ich kann die sogar fast hinstellen. Ha. Habe ich nicht. Und da muss ich rein, so wie es aussieht. Verdammte Hacke. Mann, Mann, Mann hier. Jeden Winkel suche ich gerade hier ab. Ist mir vielleicht hier durchzukommen, aber geht auch nicht, ne? So, hier vielleicht, so. Hier ist die Lücke, ja. Hier alles ab. Da liegt nichts, da liegt nichts, da liegt nichts. Da liegt nichts. Da liegt nichts. Da liegt auch nichts. Außer hier so ein Terminal, den ich noch nicht mehr benutzen kann. So. Ich habe gerade so ein riesen Fragezeichen über dem Kopf. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber ich spüre ihn förmlich, wie er mal mich runterdrückt. So. Zwischen so vielleicht, ne, liegt auch nichts, also keine, ich weiß es nicht, also ich habe den beschissenen Strom angemacht. Nicht speichern, das will ich ja jetzt gerade gar nicht. Ich will jetzt vielleicht mal was finden, was mir hilft. Keine Ahnung. Nein. Ich speichere hier ab. Mache hier erstmal, glaube ich, einen Cut. Jetzt habe ich gesehen, wo ich hin muss. Okay. Ja, Rusty ein bisschen doof im Kopf, weil er hätte ja schon von vornherein wissen können, dass er da lang muss, wahrscheinlich. Ja. Ich bedanke mich definitiv fürs Reinschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, teilen, abonnieren. Und wie immer, da drüben sind noch zwei Videos, die sich auf jeden Fall lohnen anzuschauen. Ich bin raus, euer LT Rustica. Sagt auf Wiedersehen. Tschüss.